Ich weiß nicht, ich habe bis zum Erbrechen die ersten drei, vier und ich bin, glaube ich, bis zur fünften Folge gekommen. Ich kann mir Dr. Who nicht weiter angucken. Ich fühle mich verarscht. Mein Kleinhirn sagt, raus. Furzende Aliens, Puppen, irgendwelche, der letzte Mensch als Gesicht auf einen Bilderrahmen gespannt. Es tut mir leid, hier gibt es wahrscheinlich jetzt Dr. Who-Fans, die mich hassen werden. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ganz nicht. Es geht nicht. Furchtbar. Busfan-TV. Busfan-TV ist auch geil. Guten Morgen. Die Detective Story etc. Vikings habe ich zum Beispiel nach einer Staffel ausgemacht. Okay. Ja, okay, verständlich bei Dr. Who. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, Alter, danach kommen 10 Staffeln, die sind Weltklasse. Ne? Dann sage ich mir auch immer, Mist. Mist. Aber es ist bei so vielen Serien so. Und dann hast du sowas wie Black Summer. Leute, wenn ihr Zombie-Filme, Serien mögt, schaut euch Black Summer an auf Netflix. Die zweite Staffel kostet mich immer noch einen Kopfkratzen, weil ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich glaube, da wollten sie einfach zu viel. Aber die erste Staffel ist so gut erzählt und gemacht. Bam! Das ist vor die Fresse. Und danach, nach der ersten Staffel, haben sie denen gesagt, ey, jetzt müsst ihr aber hier eine zweite Staffel rauskloppen. Und da wollten sie, glaube ich, zu viel. Ich bin gespannt, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Aber ihr müsst euch Black Summer angucken. Ohne Scheiß. Olli, weißt du, Trigger, weißt du, was geil ist? Die letzten Kassetten in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, die ich geschenkt oder gekauft habe, geschenkt bekommen habe oder gekauft habe, waren von Europa die 13 Perry Roden Kassetten. Und ich glaube, die ändern mit einem Cliffhanger, mit Ernst Ellert oder irgendwie so heißt der Typ. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals möglich ist, Perry Roden zu verfilmen. Das ist genau das gleiche wie mit Captain Future. Captain Future zum Beispiel hatte einen Riesenerfolg in Deutschland und woran lag es? An der Synchro und an der Mucke. Ich liebe Captain Future. Vor 4 oder 5 Jahren hat jemand so einen Teaser-Trailer rausgehauen, der gar nicht rausgehauen werden sollte. In Deutschland würde Captain Future wahrscheinlich echt gut ankommen, aber du kannst dir mal die Titelmusik anhören aus allen anderen Ländern. Es ist eine Katastrophe. Gib mal auf YouTube ein Titelmusik Captain Future. Oh Gott. Ne? Das ist der gleiche Grund. Dann hat ein Deutscher die Rechte gekauft für Captain Future, aber der kriegt das Ding nicht verkauft, weil die Leute wissen, dass es wahrscheinlich nur in Deutschland ankommt, wenn überhaupt, und dann bei Leuten, die damals jung waren, so wie ich. Und sich noch dran erinnern können. Ne? Schwierig. Powers. Doch, die sprinten, aber ist geil. Glaub mir, das ist geil. Die erste Staffel ist wirklich, wirklich gut von Black Summer. Die zweite ist komisch. Und ich glaube, Gaming, ich habe es auch mit Zed Nation einfach wegen dem Humor etc. gefallen. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, Black Summer ist das Prequel zu Zed Nation. Glaube ich. SFC 1890 Powers, Captain Future, pure Liebe wie Sinbad damals. Lieber SFC 1890 Powers. Ich wollte. Kennst du den Trailer, den das Studio gemacht hat, als sie sich für die Rechte beworben haben für Captain Future? Vor 5, 6 Jahren? Kennst du den Trailer? Ich habe geheult. Als ich saß im Bett in meiner ersten Wohnung in Essen und ich habe geheult. Ich habe geheult. Und habe gehofft, bitte mach das. Kennst du den? Sonst mache ich ihn an. Ehrlich, mache ich. Ich liebe das Ding. Egal, ich will nur Mask-Kinofilme haben. Habe ich nie gesehen, Mask. Weiß ich nicht. Kennst du nicht? Lieber Power, nur für dich und für alle anderen, die nostalgische Idioten sind und Captain Future lieben. Pass auf. So.
Wohin soll... Fertig? Are you ready? Ist das nicht geil? Kommt, Leute. Ist das geil, oder was? Das haben die in einem Studio gemacht, um sich für die Rechte zu bewerben. Und ein Azubi hat das rausgekloppt. Und dann waren die erst stinksauer und wollten das runternehmen. Und dann haben die gesehen, dass das durch die Decke gegangen ist und haben gesagt, alles klar. Du bist sehr, sehr geil. Super geil. Danke, Ape-Man. Du auch. Power, das freut mich. Das wollte ich erreichen, hatte ich auch. Ich weiß nicht, wie oft ich das Ding schon gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe geheult, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Geil, oder? Geil, oder? Und vor allen Dingen, ich habe dann auch rausgekriegt, das Lied, was die genommen haben. Und dann halt in diese Orchesterversion von dem Future-Theme zusammengemixt haben und so. Großartig, ne? Ganz, ganz, ganz stark. Naja, und das war, glaube ich, vor 6 Jahren.
Und seitdem haben die die Rechte. Und es kommt nichts. Und ich kann das auch verstehen. Das ist total schwierig. Wenn du Langeweile hast, ne, dann guck einfach mal. Ich kann sie nicht anmachen, weil ich darf es ja nicht. Die Titelmusik von Captain Future anmachen. Wahrscheinlich wird jetzt der, ne, wenn ich Pech habe, werde ich jetzt deswegen gesperrt oder kriege ich einen Strike oder was weiß ich was. Aber ist mir egal. Und dann guck dir mal aus Japan, aus Amerika den ganzen Scheiß an. Dann lachst du dich kaputt. Ohne Scheiß. Du lachst dich kaputt. Wie scheiße die Musik ist. Also wirklich so. Ganz schlimm. Ich habe Bock auf einen Animationsfilm davon. Six of Ten. Es gibt Captain Future, die Serie. Auf Deutsch. Kannst du dir auf YouTube angucken, glaube ich. Aber das ist ja für eine richtige Verfilmung. Ne? Also... Hammer. 12 sind am Start. Was meinst du? 12 Versionen oder was? Kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Ach so, 12 Stunden sind voll oder was? Ja, das muss gefeiert werden, oder? Da muss man sich doch noch... Meine Mutter hat noch einen Astra hier. Warte. Hier, die atmet sich ja von alleine weg, ne? So, dann gehe ich jetzt noch mal pullern. Dann trinken wir noch Astra zum Abschluss. Momentchen, bin sofort wieder da. Enttäuschend. Da denkst du beim Pinkeln, es bildet sich der größte Furz deines Lebens und dann kommt ich schon ein bisschen kacke. Hätte mich so gefreut. So. Ihr Ausrufezeichen Nurz könnt ihr ja mal eingeben, ne? Ne, also Subscriber können eingeben, Ausrufezeichen Nurz. N-U-R-Z. Damit hatte ich gerechnet, es kam Mann, ey. Wie enttäuschend. Boah, bin schon betrunken, aber ich denke, ich kann mir noch ein Glas. 50 Bier, 50 Wodka, das finde ich aber ganz schön eklig. Aber gut, Karl Soest, Prost hier, Radler. Damit habe ich gerade gerechnet. War wohl nix. Ich hasse Wodka, aber absolut ist wie Wasser. Wodka ist ja sowieso wie Wasser. Ne? Leute, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Leute sagen ja auch, dass du von Wodka keine Fahne bekommst. Ne? Aber ich könnte auch mal. Ne, wir neigen uns ja jetzt dem Ende, ne, entgegen. Freude der Sonne.
Na? Was ist das? Boah, ich habe hier auf dem Bild, was ich sehen kann, so lange Verzögerung. Müsste schon längst gesehen haben, eigentlich. Das ist eine Patronenhülse, eine Doom-Patronenhülse, hat man mir gesagt. Vom Slayers Club. Ja, Schrotflintenmunition vom Slayers Club, ne? Im Original nachgebildet von Doom. Shotgun Shell, richtig. Shit, sieht aus wie eine Schrotpatrone. Und das hier ist eine abgewandelte Form von Tequila. Dos Mas Sweet Zimt, mexikanischer Shot. Wodka, keine Fahne, das will ich sehen. Ich hab's auch nie geglaubt. Ich hab's aber auch nie ausprobiert. Also, weiß ich nicht, ob es stimmt. Falls du es ausprobiert und probierst und angehalten wirst, kannst du mir ja mal schreiben, wie es so war, weißt du? Ich kann euch nur sagen, der Real hatte ausverkauft, das Ding für ein Apfel und ein Ei mitgenommen, ist so fucking lecker, es ist widerwärtig. Jetzt digital. Mit Olli-New kannst du 30% mach, ist Partner, fände ich geil. Ausrufezeichen Tor, also THOR, mal eben kurz bitte. Und moin, jetzt Jess Digital. Moin. Ausrufezeichen Tor. Also die Leute, die Subscriber sind. Stromski, moin. Ist Dos Mas auch was? Also, Nanibo, ich bin auch Jägermeister-Fan, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich den letzten getrunken habe. Das ist. Dos Mas ist Tequila. Und Tequila muss man mögen oder nicht. Ich mag eigentlich nur goldene Tequila mit Orange und Zimt und Zucker und davon auch nicht so viel. Herzlich willkommen in und, das da ist ein Likör, also der hat auch nur 20% und ist auf Zimt- und Orangenbasis. Und das ist so fucking lecker. Wirklich, wirklich wahr. Total lecker. Genau, Gaming. Ich mag das auch nicht. Das ist auch ganz schwierig, sowas. Aber bei Tequila kann das auch passieren. Ne? Also, ich habe mal für Red Bull gearbeitet und habe ein Pamphlet geschrieben, warum Red Bull nicht mit Jägermeister zusammenarbeitet. Nicht nur, dass es lecker schmeckt und so weiter und so fort. Und komischerweise, dann habe ich aufgehört, für die zu arbeiten. Und 10 Jahre später gibt es, glaube ich, wie heißt das? Jägerbomb. Jägerbomb ist das, ne? Also Red Bull und Jägermeister. Aber Dos Mas, ey, Brausepulver. Hi! Du hast sag mal, Brause, bist du das? Hast du für die Lea die Zeichnung gemacht? Hast du das? Oder das Bild oder wie man das auch immer nennen will? Ey, mega cool. Respekt und Anerkennung in Gold. Ohne Scheiß. Richtig geil. Richtig geil. Ich mag die Lea. Und das war toll. Ich fand's geil. Ich fand's wirklich geil. Jägerbonk ist eine Engine, kurz den Jägermeister drin, also das Glas im Glas, so kenne ich das. Ja, 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 klar. Ne? Ja, Punkt, du hast recht. Brausepulver, Respekt. Richtig geil. Und ja, also Dos Mas mit, also das ist wirklich so lecker. Furchtbar. Furchtbar lecker. Jetzt hängen wir immer noch hier zusammen. 12 Stunden sind geknackt, ne? Jetzt kommt mir nicht mit 24 Stunden. Das mache ich nicht. Auf Lea bin ich durch dich gekommen, war ein guter Host. Lea ist toll, ne? Ich mag die auch. Lea mag ich.
sehr, weil die so geradeaus ist. Finde ich geil. Können auch manche Leute nicht mit umgehen. Aber die ist so geradeaus. So, wenn es ihr scheiße geht, sagt sie es auch. Und wenn die das toll findet, findet sie es toll. Und wenn sie das spielt, spielt sie das Spiel. Egal, was die Leute sagen. Wenn sie Bock hat, sich zu verkleiden wie ein Charakter aus dem Spiel, spielt sie das Spiel als Charakter. Und scheiß drauf, was die anderen sagen. Wenn sie sich irgendwie so anzieht, wie sie will und meint, sie sehe nicht toll aus, was ich finde, dass sie tut, aber das ist ja jeder ein Bild von sich. Und dann teilt sie das auch noch und ich finde das toll. Ich finde die toll. Die ist cool. England hat 4-0 gespielt. Ja, das ist richtig. Stromski. Ja, das ist richtig. 24 Stunden, what the fuck, bist du sicher wie ein Zombie und ich tot? Ich dachte früher, dass ich glaube, ich habe 3 24-Stunden-Streams gemacht. Und bei einem war ich mit Wishmob alleine, glaube ich, irgendwann. Und ich dachte, man muss das machen. Ich dachte, das ist halt so ein Twitch-Ding, dass man alle paar Monate einen 24-Stunden-Stream machen muss. Kann ich nichts mit anfangen. Nee. Also, mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich 98% der Zuschauer zwischendurch einpennen, auch wenn das dann weiterläuft. Es ist halt einfach schwierig. Ne? Und das macht ja auch keinen Spaß. Ja, ich hatte auch bei Banished, habe ich 36 Stunden gespielt und habe es gar nicht gemerkt, weil ich so drin war im Spiel. Aber da hat keiner zugeguckt, da war ich alleine zu Hause und habe auf meinem alten Fernseher, weil ich keinen Monitor hatte, das Bild angemacht. Man kann sich auch festsuchten und das, es kann passieren, wenn es passiert, ja, dann glaube ich, ist das in Ordnung. Aber das irgendwie so, wir machen jetzt einen 24-Stunden-Stream aus irgendwelchen Gründen, finde ich schwierig. Ich habe halt auch ganz häufig schon gesehen, dass das dann viele Leute einfach nur machen und machen dann einen Donobalken oder machen, hoffen dann, dass irgendwelche Leute das so feiern, dass sie dann Subs knallen wie blöd oder ne, das hat dann auch immer einen bitteren Beigeschmack oder nicht immer, manchmal einen bitteren Beigeschmack. Ich finde, wenn das passiert, dann passiert's und ansonsten finde ich es schwierig. Es soll ja immer Spaß machen. Spaß machen soll es ja immer, ne? Allen irgendwie, finde ich. Leute, klär mich mal auf bitte. Hab Studium, aber kenne mich nicht mit Streams Twitch aus. Warum darf Olli keine Mucke anmachen? Andere Streamer aber schon gibt's. Nö. Die dürfen das auch nicht. Also stopp. Ich könnte jetzt auch Mucke anmachen, für die ich bezahlt habe. Das ist aber unbekannte Mucke von unbekannten Musikern. Jetzt digital. Vielen Dank. Dankeschön, Mann. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ausrufezeichen Commands kannst du alle auslösen. Und wenn du Bock hast auf deinen eigenen Command, auf dein eigenes Hallo, schickst du mir einfach eine MP3 auf Discord, Ausrufezeichen Discord. 0 bis 5 Sekunden mit deinem Lieblingsausrufezeichen und dann richte ich dir das ein. Dankeschön. Also, ich habe ein Abonnement bei Epidemic Sound. Das heißt, ich könnte jetzt im Hintergrund die Musik anmachen. Die kennt keiner. Könnte ich anmachen. Ist okay. Aber normale Metallica, AC/DC, was weiß ich nicht was, kann ich nicht anmachen, weil das darf ich nicht. Und das darf keiner. Aber es gibt halt Wege drumrum. Du kannst die Spur einzeln abführen und dann... Astro, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Für dich gilt das Gleiche natürlich. Vielen Dank. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Aber du darfst es halt nicht. Ne? Also ich bin selten so ein Typ, der sich irgendwie was drumrum sucht. Ich hätte gerne eine Lösung, eine vernünftige Lösung. Und ich bin aber auch am Überlegen, das zu machen. Und manche Leute sagen, es gibt schon einen Livebot. Das heißt, wenn jetzt ein Livebot über den Stream läuft und ich lasse im Hintergrund AC/DC laufen, dann könnte es sein, dass ich einen Strike bekomme. Bei 3 Strikes kann es sein, dass mein Channel weg ist. Und ich möchte gerne davon leben und darauf was aufbauen und so weiter. Und das ist scheiße. Das ist doof. Und... ja, oder halt, wenn der Livebot noch nicht existiert, dann darfst du halt deine VODs nicht hochladen oder musst sie sperren bei Twitch. Und das ist auch doof. Und
ich bin im Moment in, ich habe eine Krise. Ich muss mir überlegen, was ich mache. Ne? Ich höre zu gerne Musik eigentlich oder ich lasse zu gerne Musik laufen. Ist passiert. Astro, was ist los? Ich habe dich das erste Mal gesehen, da warst du morgens am Stream, verpasse dich morgens oder streamst du jetzt nicht mehr morgens? Ach, bestimmt auch wieder. Nur während der EM habe ich halt gesagt, wir gucken jedes Spiel zusammen, bis auf eins hat es, glaube ich, geklappt. Alexa? Gegen Krise. Ja, Alter, vielen Dank für 500 Bits. Das sind 5 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, es ist halt schwierig einfach. Ne? Ich würde es gerne einfach machen, aber es ist halt doof einfach. Und alle, die das machen, wie gesagt, die riskieren das. Ich habe 17 Stunden meine Clips gelöscht. 17 Stunden. Da gab es noch nicht die Funktion, alle Clips löschen. Damit ich keinen Strike bekomme. Weil also, meine uralten Clips von vor 4 Jahren, da war sicher halt Musik im Hintergrund und so. Musste ich alles löschen. Alles weg. Ne? War schon kacke. Aber jetzt digital, ja, ich werde bestimmt auch wieder morgen streamen und so, aber das ist, ach, einfach mal überall irgendwie wann und so. Es ist auf jeden Fall, die letzten 6, 7, 8 Wochen, habe ich gerade schon gesagt, sind so toll und es macht so viel Spaß. Es ist großartig. Nachts um 1 Uhr von Samstag auf Sonntag ist natürlich auch komisch, ne? Aber schön und vielen Dank. Und danke für die 500 Bits. Des Weiteren wird es sich nach Reichweite richten und es wird demnächst richtig hart auch für kleinere Streamer. Partner und einen anderen verteilen. Zweitens können andere ab einer gewissen Größe direkt Anzeigen bekommen. Von Kanzleien, da wird hart gefickt. Ja, das kann wahrscheinlich auch sein, ja. Ich kann ich mir nicht leisten, will ich auch gar nicht. Es ist, ich verstehe halt den Sinn nicht. Ne? Wenn die raffen würden, dass es Werbung umsonst wäre für die. Auch ein GTA-Streamer. Ne? Letztens hier reingekommen, geresubbt, danke dafür, Bo. Ich mein Pantera-T-Shirt an. Pantera. Eine so großartige, harte Band. Ne? Gibt's leider nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und der kannte die nicht. Und dann sagt er, ey, Olli, was hast du denn da für ein T-Shirt an? Ist das ein Spiel, glaube ich? So war es. Und ich, nee, das ist eine Band. Und er, echt? 10 Minuten später, er, Alter, habe ich mir komplett auf meine Liste gepackt, ist ja mega geil. Vor 2 Jahren stand ich im Studio, auch nachts irgendwie, auch so eine Situation wie diese hier, total abgefahren. War ein super schöner Stream, wir hingen alle noch zusammen. Irgendwie, oder ein paar hingen noch zusammen, so wie wir jetzt. So, ne, die armen, kleinen Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, so wie ich. Und quatschen. Und, dann fällt mir ein, boah, eine CD, die ich rauf und runter gehört habe, 1,5 Jahre lang, Third Eye Blind. Und spiele davon 3 Lieder. Und die Leute, die da waren, die 30, 20, ich weiß im Nachhinein davon, dass sich 20 Leute die Sachen gekauft haben oder auf ihre Liste gepackt haben. Kein Schwein, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Third Eye Blind kennen. So eine Und ich kann es euch nicht vorspielen. Glaubst du denn im Ernst, dass du einfach eine Eingebung hast? Und oh, jetzt müsste ich mal Third Eye Blind hören von 1995 oder so. Ganz bestimmt nicht. Ne? Und das ist Werbung. Und das raffen die nicht. Nein, dann drücken sie dir einen rein, dass du die Musik spielst, dafür, dass 25 Leute sich die Platte gekauft haben. Das ist natürlich Pillepalle für die, aber das ist Quatsch. Das ist Quatsch, es ist einfach Quatsch. Jetzt stell dir vor, du hast irgendjemanden dabei, der halt 10.000 Zuschauer hat und nicht 100 und macht das. Ja? Und davon von den 10.000 sagen nicht 25, von den 10.000 sagen nicht 25, sondern 2.500, ich kaufe mir die Platte. Und dann? Ist halt Quark. Einfach Quark. Finde ich. Scheiße, jetzt habe ich gesabbert. Und
Und jetzt habe ich das Mass im Bart. Weißt du, wie das klebt? Hau mal ab! Scheiße. Und das riecht nach Zimt und Schnaps. Da kann ich heute Nacht gut schlafen. Ja. Da im Hintergrund läuft übrigens hier Morgrain, ne? Und der hat zum Beispiel Pretzel Rocks. Ist genau das gleiche wie Dings. Ne? Also ich könnte Musik im Hintergrund laufen haben. Ich kann Musik anmachen. Ne? So, solange wir hier noch das Bier auftrinken. Pass auf. Mein Gott, doch das Ficken sperren wollen, verstehst du? Ficken, eins der schönsten Worte, die es gibt. Muss ich gerade das Ficken freischalten, habe ich gerade gesehen. Powers, tut mir leid. Diese Punkrock-Lieder, die jetzt im Hintergrund laufen, von den 25 sind 20 sogar echt okay. Aber ich kann sie nicht mehr hören. Ich kann sie nicht mehr hören. Ohne Scheiß. Das ist halt das Schlimme. Da zahlst du 15 Euro und ich zahle das und ich kann das belegen. Seit November 2017 zahle ich das, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich Musik laufen lasse. Normale Musik. Dann gab es irgendwann den GAU, also benutze ich das jetzt. Und ich zahle jeden Monat, glaube ich, 12, 13, 14, 15 Euro, ich weiß es nicht. Und da kommt, es kommt nichts dazu. Und wenn, dann kommen nur so komische Sachen dazu, die mich einen Scheißdreck interessieren halt. Ne? Das ist einfach scheiße. Aber ich kann das belegen. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe, habe ich da bezahlt, damit ich sagen kann, ich bezahle. Aber ich hier, Sony, Music, Metallica, ich würde für Metallica-Songs einen Fünfer bezahlen. Für AC/DC nochmal einen Fünfer. Für Rage Against the Machine nochmal einen Fünfer. Ich würde es machen. Wäre mir scheißegal. Aber ich würde es gerne. Ich würde es machen. Darfst du nicht. Bullshit. Jetzt digital. Keine Ahnung. Guck einfach nach, was das kostet. Das Abo von Epidemic Sound. Ich weiß nicht. 12,90, 13,90, 14,90? Keine Ahnung. Ich habe es schon tausendmal gesagt. Ich sage es nochmal. Ich finde am fairsten, wenn ich mir Amazon Prime... Wenn ich Amazon Prime habe, habe ich ja schon Musik. Ne? Automatisch. Wenn ich Amazon Prime Music kaufe, zahle ich ja irgendwie ein bisschen was drauf und kann alle Musik hören, die ich will, privat. Genau wie bei Spotify. Für einen Zehner, ne, kannst du alles hören, was du willst. Alles. Warum zum Bodenfick bieten die nicht einfach an? Alles klar, dann gibt's Amazon Prime, weil es ist ja nun mal Twitch. Amazon Prime Pro. Streamer. Und das richtet sich nach Zuschauerzahl. Da guckst du immer... Wie viele Zuschauer hattest du die letzten 30 Tage? Ah, alles klar, 100 im Schnitt, kostet dich ein Fuffi. Ah, 250, kostet dich 100. Ah, 500, kostet dich 150. Ah, 500, kostet dich 250. Ah, 1000 Zuschauer, kostet dich 500 bis maximal 5000. Wenn du 40.000 Zuschauer hast und 25.000 Subscriber und Deals ohne Ende, ich glaube, weil du es auch absetzen könntest, Monte würde mit Kusshand 5.000 Euro bezahlen, wenn er Musik spielen könnte. Und dann musst du dir halt nochmal überlegen, dass du dafür Geld bezahlst, dass du Werbung machst. Wie pervers. Du bezahlst, ich würde es auch bezahlen. Du bezahlst Werbung. Du bezahlst Leute dafür, dass du für sie Werbung machst. Ich glaube, beziehungsweise hoffe, die arbeiten gerade an sowas. Es ist das Einzige, was Sinn macht, oder? Ich wüsste auch nicht, was schlimm daran ist. Außer, dass du
wahrscheinlich in 100 Jahren den Leuten, die dann am Start sind, erklären musst, wie man so blöd sein konnte und dafür bezahlen konnte, dass man für andere Leute Werbung macht. Dämlich. Jetzt digital, du hast ja vollkommen recht. Es ist halt, ich glaube, 75% sind ohne Gesang. MB-Dealer, Dankeschön! Vielen Dank. Ich glaube, du, ne, haben so, es ist super scheiße. Es ist doof. Es ist einfach doof. Man könnte, was man alles machen könnte. Ich wäre gern mal für ein halbes Jahr einfach Chef von Twitch. Mein Gott, was man alles machen könnte. Lieber MB-Dealer, vielen Dank. Würde mir kurz jemand sagen, wie viele Subs wir da oben haben? Ich kann das nämlich nicht sehen hier im Fernseher und ich habe keinen Bock zum Computer zu gehen und das Bild groß zu machen. Markiser, ja, das ist richtig. Hast du dir mal durchgelesen, was das heißt? Habe ich gemacht. 33, alles klar, dankeschön. Markiser, du hast vollkommen recht. Habe ich gemacht, habe ich sogar angerufen in Deutschland. Das ist genau das gleiche wie Epidemic Sound. Da ist keine bekannte Band bei. Ja? Das sind Bands, die sind nicht bekannt. Und die darfst du dann spielen. Von Universal. Nur, dass es keine 12,90 Euro kostet, sondern wie viel? 60 Euro. Geil, oder? Hab ich auch. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe geguckt bei Sony, bei Universal, bei Warner. Ich habe alles mir angeguckt. Ja, und bei manchen gibt's das. Aber da ist keine bekannte Band bei. War gestern am Stream gut besucht. Typ total locker mit Charakter, YouTube, Musik ohne Ende, Playlist für Zuschauer. Du, einer meiner Lieblingsstreamer ist Rosh Steam, der streamt Slot Machines. Ja, 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 ich weiß, können wir auch wieder eine Diskussion drüber führen. Aber der Typ ist ein super Entertainer und lässt super geile Musik laufen im Hintergrund. Und manchmal auch im Vordergrund. Und bei dem war genau das Gleiche. Dann kam das mit den Strikes, dann hat er aufgehört, hat diese Pretzel-Musik oder Epidemic Sound gekauft und irgendwann sagt er, wisst ihr, was wir machen? Wir legen einfach die Spur auf eine andere. Und dann ist das alles scheißegal, Livebots gibt's nicht und seitdem lässt er normale Musik laufen und der Typ hat 15.000 bis 45.000 Zuschauer und Slot Machines, also was sowieso ständig, der wird kein Partner, weil er Slot Machines streamt, kontrolliert wird und es juckt keinen. Es juckt keinen. Und der Streamer, bei dem du warst, war es wahrscheinlich genauso. Ne? Und ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob ich das auch mache, weil es einfach scheiße ist. Man könnte so schöne Sachen machen mit Musik, ne? Nanivo, bin Top 50 Zuschauer von 760.000. Wo machst du denn das fest? Woran machst du das fest, Nanivo? Stream Elements? Wie andere Tonspur, wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es geht. Du machst dann halt die Musik an und dann kannst du die im Livestream hören, aber im VOD ist sie nicht. Ich weiß. Und ich wette, Nanivo, ich habe dich geschlagen. Also dann bin ich über dir. Eigentlich läuft Rosh immer. Auf irgendeinem meiner Fernseher. Immer. Twitch-VOD-Spur. Ja, aber ist das jetzt rechtens oder nicht? Kann man dafür Ärger kriegen? Vielleicht müssen wir uns einfach mal ausprobieren. Du kannst da nachschauen? Wie kann ich das denn nachschauen?
Boah, jetzt bin ich gleich total enttäuscht oder total stolz. Du bist Platz 3808. Hau ab! Im Leben nicht! Wie viele Punkte habe ich denn? Naja, also von 760.000 finde ich das schon gar nicht so schlecht. Armselig im Jahre 2021, unterschreibe ich. Und was kriege ich für 55.000 Punkte? Und wie viele Punkte hast du, du Angeber? Wie geil. Aber es ist doch eine geile Unterhaltung, oder? Scheiß mal auf die Slots. Es ist auch eine super Unterhaltung, oder? Free Merch. Ja, und was kriege ich dafür? Twitch und Streaming gibt es halt auch nicht erst seit gestern, sondern schon 2006, 2012. Was meinst du? Mal vor einem Jahr 10 oder so iPhones angeboten. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie was eingetauscht. Ich schreibe auch nie was. Ich finde ihn einfach nur großartig. Dass sie da bis heute keine Lösung... Ja, furchtbar, oder? Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen eine Lösung, die sie nicht mal selber tragen müssen. Ne? Na, Nivo, dann guckst du wahrscheinlich auch schon viel länger, Rush, ne? Ey, Mensch, schlaf schön. Schön, dass du da warst, Alter. Dankeschön. Nordlichter gehen auch pennen. Ja. Hau ab. Danke, Mann. Na, Nivo, aber kannst du mir irgendwie sagen, was man kriegt? Man dafür einen Pulli? Kriegt man dafür eine Tasse? Für wie viel kriegt man denn was? Weißt du irgendwas? Ich finde seine Art und die Musik gut, bin schizophren, wenn es um Musik geht. Ich mag alles, was... Ja, ich auch. Ich auch. Ich finde das super. Ich finde es super. Ohne Scheiß. Mit den beiden Neuen werde ich noch nicht so warm. Ich weiß nicht, das ist mir teilweise zu aufgesetzt. Und bei Rush ist es einfach... Ist es halt so passiert. Es ist so ehrlich und... Ne? Shelter ist auch bei Morgrain. Lustig. Power, schlaf schön. Plee! Ich verzieh mich auch. Spätestens Montag sehen wir uns. Gaming, schön, dass du da warst. Schlaf schön. Eine Tasse, T-Shirts und Mousepad-Merch gibt's kostenlos, kannst du gegen die Punkte eintauschen gerade. Ja, aber wie viele? Wie viele Tassen kriege ich dafür? Das meine ich, weißt du? Mein Plan ist ja, bevor ich die Weltherrschaft an mich reiße, dass ich so viele Punkte habe, dass wenn er sagt, alles klar, ihr könnt eure Punkte jetzt... Und übrigens ein iPhone kostet 50.000 Punkte, dass ich mir dann ein iPhone holen kann. Ciao, Gaming. Schlaf schön. Da kann man doch auch die Punkte von den beiden anderen Hannes mit draufpacken, oder? 5 Tassen for free sind mit 50.000 drin. Und sowas mache ich ja auch. Ne? Ich habe die Idee geklaut von Rush. Ne? Hier, Bart und Zopf ergibt Bopf. Ihr sammelt Böpfe, ne? Hier bei mir im Stream. Kannst ja mal eingeben, Ausrufezeichen MYHRS, dann siehst du, wie viele Stunden du schon zuschaust und wie viele Böpfe du hast. Und deswegen mache ich ja den Shop. Schopf, Bopf, Schopf, verstehst du? Geil, oder? Ja, und da mache ich das genauso wie er auch. Ich muss nur eine Umrechnungstabelle finden noch. Ich habe noch keine Überlegung und ich weiß nicht. Stromski, pass auf, wir können ja miteinander reden. Du gibst mir dein Prime-Sub. Ist das ekelhaftes Battle, ne? Und dafür schreibe ich dir
die Böpfe von deinem alten Namen auf deinen neuen Namen gut. Das ist nur ein Mausklick. Mach ich auch so, das weißt du. Du musst mir nur noch mal schreiben, wie du vorher hieß, und dann gebe ich dir die. What? Ausrufezeichen MYHRS, My Hours. Musst du eingeben in deinem Büro. Ich geklaut von Roche. Ist so. Ist wirklich so. Einfach nur MYHRS. Genau. Oha. Und wie viel hast du, bei Roche? 370.000! Stromsky 2, ich hau den PM rüber. Mach das. Ja, Stromsky, ist schon gut. Ich verstehe das. Lass mich zurück, es ist okay. Alter, es ist alles in Ordnung. Mach ich gerne. Dragon, vielen Dank für die Folgerei und so. Ich habe alle verspielt. Ja, du bist halt ein Zocker. Das ist schon in Ordnung. Ach, Stromsky. Nein, doch. Dankeschön. Wäre aber nicht nötig gewesen, Mann. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen und es ist ein neuer Monat. Ich verschenke jeden Monat 5 Subs. Das kann ich jetzt zum Gutmachen wieder tun. Habe ich noch nicht gemacht. Warte. Jetzt digital. Vielen Dank für 5 geschenkte Subs. Ich muss auch noch. Moment. Leute, vielen Dank. Also, vielen Dank für 5 Geschenke von Jax Digital. Und vielen Dank für 5 Geschenke von Olli. Olli, schön, dass du so lange dabei bist. Ey, Jax Digital, du bist doch gerade erst hier reingekommen. Vielen Dank, Mann. Dankeschön. Und das mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit 12 Zuschauern. Ich freue mich. Ist so. Hier, da. Dankeschön. Wie lange jetzt? Egal. Prost. Auf euch. Da ist der Powers. Moin Big Grain und hübsche Freundin. Was bewog euch damals, das konventionelle Leben? Jetzt ist der Power beim Grain im Channel, ne? Ich bin entsetzt. Da müsste man jetzt eigentlich schreiben. Oder? Ey, du wolltest doch ins Bett gehen. Geil. Ich finde das lustig. Sag mal an Games, einfach über Webseite Ticket oder gibt's Geheimtipp? Artengames.de auf Tickets. Das VIP-Ticket lohnt sich ohne Ende. Ne, steht dabei, was dabei ist. Oder ansonsten Wochenend-Ticket auf jeden Fall. Lohnt sich.
Wenn es nicht stattfindet, kriegst du das Geld eh zurück. Ne? Also wirklich. Wir müssen die nächste Woche kämpfen. Beide Hauptsponsoren sind uns abgesprungen. Der eine, weil er Schiss hatte, der andere, weil er sagt, er streicht um 90% sein Budget, weil sie nicht liefern können. Hier Nvidia und Intel. Das kann ich aber, beides kann ich verstehen. Müssen wir mal ein bisschen kämpfen. Ich bin noch guten Mutes. Aber wenn nicht, kriegst du es wieder. Ich kann dir ein billiges Zimmer besorgen, ich kann dir eine billige Anreise besorgen. Und wenn es stattfindet, kann ich dir sagen, es ist ein Event, was du noch nie gesehen hast in der Zeche Zollverein. Ist großartig. Ausrufezeichen Info, da ist auch der Link drin, glaube ich. 43 Millionen. Siegen Düsseldorf ist ja sogar um die Ecke. Aber ich kann dir immer noch ein günstiges Zimmer hier um die Ecke besorgen für ein Apfel und Ei. Das ist geil. Oder ein Bett, noch billiger. Hat sich 48 Millionen. Von 1,2 Milliarden Subs. Du hast sie auch nicht alle, ne? Alter. Ich weiß jetzt schon. Das nächste Mal, wenn ich Rush hier laufen hab und ich sehe Nanibo durchlaufen. Nur wenn du eine gute Kneipe kennst, jetzt digital. Die älteste und beste Kneipe aus Essen macht die Gastronomie bei der Arten Games. Und du schläfst, wenn ich dir ein Zimmer besorgen darf für ein Apfel und ein Ei, 200 Meter Luftlinie von hier, im Hostel von einer Bekannten. Und da ist eine Mega-Kneipe und eine Mega-Party an dem Wochenende. Verspreche ich dir. Ehrlich. Was für ein abgefahrener Tag und Abend mal wieder, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich dachte sofort, ich hatte schon, als das Spiel angefangen hat, England, Ukraine, bin ich ehrlich, dachte ich schon so, oh, Mama ist weg. Ah, das wird jetzt bestimmt irgendwie, oh mein Gott, hoffentlich wird das Spiel nicht so, dass England in der Halbzeit 4-0 führt und wir, ne, aber es war so cool und hat so einen Spaß gemacht, ohne Scheiß. Hast du gebucht? Ehrlich jetzt? Ich kann gucken, warte. Dann weiß ich sogar, wie du heißt. Hau ab! Was für ein geiler Name! Was für ein geiler Name! Großartig! Ja, dann passiert jetzt sogar Folgendes. Und das ist natürlich richtig geil für die 88 Leute, die noch am Start sind. Ich habe gesagt, sobald die Zahl unter 400 geht, gibt es ein T-Shirt zu gewinnen oder als Preis. Erstmal muss ich das ändern. Das finde ich zu geil. Moment. Finde ich geil. Ja, dann machen wir das jetzt oder machen wir das morgen? Eigentlich jetzt, ne? Ist ja verdient. Also, ihr müsst auf jeden Fall 18 Jahre oder älter sein, weil der Kanal ist ab 18. Ne? Da steht schon mal fest. Und dann entscheidet ihr jetzt, ob für alle Leute, die Follower sind oder für alle Leute, die Subscriber sind. Das entscheidet ihr, das entscheide ich. Warte, ich mache mal eine Umfrage.
So, ihr dürft abstimmen. Ihr dürft abstimmen. Ihr stimmt das ab. Ich habe halt mein ich habe immer gesagt, man muss nur Follower sein, bis ich ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht habe und wir ganz teure Preise gesammelt haben und dass dann Leute rausgegangen ist, die nicht mal Danke gesagt haben und sich sofort verpisst haben. Und so, was gibt's denn zu gewinnen? Ehrlich jetzt, JM? Dafür nimmst du deine Hände noch unter der Decke weg und schreibst es nochmal? Ist okay. Also, ihr könnt euch ein T-Shirt aussuchen oder ein Pulli. Ihr könnt eine Tasse haben, hier ist die Black Panther Tasse. Oder die die PlayStation Lampe. Oder ein Spiel. Ne? Also, hau ich gleich raus, zeige ich gleich. Ne? Aber wenn dir das nicht gut genug ist, musst du auch nicht mitmachen, Jay. Ihr entscheidet. 18 Jahre alt müsst ihr sein. Entweder Follower oder Subscriber von diesem Channel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und ich brauche auf jeden Fall die Vorderseite und Rückseite von eurem Perso als Beweis und da schicke ich das auch hin. Aber ihr könnt euer Bild schwärzen, wenn ihr das wollt, und auch eure Personalausweisnummer, wenn ihr sagt, nee, das traue ich mich nicht, ich gebe das nicht raus und so. Hört ihr nur Preise und davon wirst du wach oder was? Ist doch geil. Ihr stimmt ab. 5 Minuten sind Zeit. Hurra, endlich steht die 3 am Anfang. Ich find's auch geil. Ich find's auch geil. Müssen wir nur noch 399 Tickets verkaufen, dann brauchen wir auch keinen Sponsor. Easy, oder? Machen wir bis zum 1.8. Datenschutz. Ja, also ich verpflichte mich ja auch dazu, das nicht rauszugeben, aber ich muss mich halt auch absichern. Ne? Ich kann nicht einen 12-Jährigen hier irgendwie Sachen rauskloppen, das geht nicht. Deswegen sage ich ja, du kannst dein Bild wegmachen, du kannst die Personalausweisnummer wegmachen, aber falls dann irgendwann rauskommt, dass irgendjemand beschissen hat und man mich fragt, wie kannst du dem so einen Preis schicken, kann ich sagen, hier, so war's. Das ist die einzige Absicherung. Und das ist alles auf Band quasi. Also das heißt, ihr könnt mich damit vor den Kali ziehen, wenn ich eure Sachen weitergebe, bis ich kotze. Du musst deine Ticketzahl anpassen. Hab ich schon. Hab ich schon. Hab ich schon. Hab ich schon auf 399 gemacht. Kleine Frage, kann ich die Tickets auf andere personalisieren? Ich weiß nicht, ob das geht. Also, das läuft so, du bekommst eine Bestätigung, ich bekomme eine Bestätigung. Und wenn du hinkommst, sitzen da Leute, ich komme zu fünft. Du weißt, dass es ein Gruppenticket gibt. Ne? Ihr kommt zu fünft. Ich habe auch einen Raum für 5 Leute, auch für ein Apfel und ein Ei. Ne? Wenn ihr zu fünft kommt, dann... krass, geil. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass unter deinem Namen 5 Tickets sind und du kommst mit 5 Leuten und dann kriegen die ihre Sachen halt. Wenn das alles VIP-Tickets sind, kriegen die ihr VIP-Paket, so wie du es bestellt hast, und dann könnt ihr rein. Ne? Aber wir schicken das nicht zu, weil das würde Kosten verursachen, dann geben wir euch lieber vor Ort. Hab keine Abstimmung. Baron Zuffel, das tut mir leid. Und es gibt 5 Mannzimmer. Für, ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag für 250 Euro. Quatsch. Nicht mal. Doch. Doch, für 250 Euro. Donnerstag, Freitag, Samstag auf Sonntag. Ja. Es sind super schöne Zimmer. Da könnt ihr dann... Habt ihr quasi euren Raum. Können wir nochmal quatschen.
Und ich sag dir, das ist die geilste Gelegenheit. Ehrlich, wenn es stattfindet und ey, das ist... Guck dir den Film an auf der Seite artengames.de. Das hat ein... Von dem wusste ich nichts. Und so war es 2019. Und da war es noch kleiner halt, ne? Ich bin gerade ein bisschen baff. Seit 15 Tagen hat keiner ein Ticket gekauft. Alter. Okay, alles klar. Okay. Geil. Warte. Ist das geil? Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Das ist cool. Und mit dem Zimmer, das machen wir, verspreche ich dir, das wird toll. Ehrlich. Wirklich, das wird richtig toll. Ey, Mann, ich voll die Gänsehaut. Dankeschön. Ich freue mich, ey. Ach, das, wenn das klappt, das wäre so toll. Sau cool. Und keine Sorge, wenn es nicht stattfindet, kriegst du einfach alles zurück. Wow. Okay. Hast du mal mit DigiHub gesprochen? Nein. Wegen Sponsoren und so? Nein, aber kann ich gerne nochmal machen. Also ich, alles das, was ich konnte, habe ich versucht auszureizen. Nächste Woche wird nochmal alles versucht und dann mal gucken. Abgefahren. Ist die Abstimmung... Ich muss mal eben gucken. Ist die Abstimmung schon vorbei? Für Subs! Alles klar. Dann. Also, an alle Subscriber, wir haben eine 3 vorne. Wenn ihr jetzt etwas gewinnen wollt, sei es ein T-Shirt, ein Pulli oder eine Tasse oder eine Lampe, zeige ich euch gleich alles, dann müsst ihr einfach Ausrufezeichen jetzt digital eingeben. Und dann 7 Subs haben gewonnen. Ich nehme die Nintendo Switch. Becky, wieso bist du denn nicht am Pennen? Was ist denn los mit dir? Ja, wir sind aufeinander hängen geblieben. Und es war oberlustig und spannend und cool und geil. Und alle Subscriber können jetzt was gewinnen. Jeder, der Subscriber ist, kann ein Ausrufezeichen jetzt digital eingeben. Das ist das Kennzeichen dafür. Und dann kann er sich gleich einen Preis aussuchen. Und wir sind super wenig Leute. Und bis jetzt sind es, ja, 3 Leute, die mitmachen. Also ich, aber ich streiche mich heraus. Jetzt digital und MB-Dealer. JM ist noch dabei? Okay. Becky, wenn du schon wach bist, versuch dein Glück. Ist doch geil. Krake, danke Olli. Wofür? Sehr gerne. Ich mach mir noch ein Bier auf, ist mir jetzt scheißegal. Schnibbel, genau. Hab schon kurz gepennt. Darfst du auch. Setch, jawohl. Also, alle Subscriber dürfen Ausrufezeichen jetzt digital eingeben. Als großes Dankeschön. Jetzt digital hat dafür gesorgt, dass wir unter 400 sind. Und Tickets, ich finde es super. Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, das findet statt.
Und Becky, kann sein, dass ich doch 2-3 Stunden länger penne morgen. Als angenommen. Ich hoffe, du bist nicht böse. Nanibo, bitte tippen Sie jetzt. Ja, genau. Ach, für das Abo. Krake, dann hast du super Glück, weil du kannst jetzt digital eingeben, also Ausrufezeichen jetzt digital und hast die Chance, was zu gewinnen. Ausrufezeichen analog. Ist auch okay. Ich freue mich sehr. Alle dabei, die dabei sein können? Wir sind nicht viele, deswegen, ne? Ausrufezeichen, früher analog. Becky, mach mit! Nur weil du ein Schwert hast, heißt das nicht, dass du nicht gewinnen kannst. Du bist schon seit 30.000 Monaten dabei. Du kannst auch mitmachen. Krake, Ausrufezeichen, jetzt digital. Ihr könnt alle ins Bett gehen. Wie selbstlos, Alter. Wie selbstlos du sein kannst. Das ist schon ein bisschen eklig, aber ich mag das. Das ist wenigstens auch ehrlich. Und dann penne ich gleich wieder, wenn ausgelost wurde. Nein, ich gehe pinkeln und dann lose ich aus. An alle. Ich gehe jetzt pinkeln und gucke gar nicht auf den Chat oder frage irgendwas und gehe dahin und lose aus. Ab jetzt. Ich werde nicht 4.000 Euro einziehen. Ich werde sofort an meinen Rechner gehen und den Ausloser Onnemeyer rauskloppen. Stopp! Na dann. 1-10, Ladies and Gentlemen. 5, 4, 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich mich beeilt.
Also, pass auf, ich mach mal einen Funzel an. Super Licht und so, pass auf. Also, hast du schon in etwa eine Ahnung, was du haben möchtest? Möchtest du ein T-Shirt oder möchtest du eher etwas Handfestes? Also zum Beispiel sowas. Warte, 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 warte. Also zum Beispiel ein PS4-Spiel oder eine PS4-Lampe, die ist übrigens wirklich richtig geil. Also die ist richtig geil. Oder eine Black Panther-Tasse. Oder möchtest du ein Thor-Shirt? Ich habe, glaube ich, noch 2x M, 1x S. Ich habe noch einen Pulli von Respawn, 2 Pullis von Respawn. Und ich habe noch ein XL-T-Shirt. Na? Gute Nacht. Ich melde mich. Ma'am, ich melde mich. Damie Boy. Spielware gut. Warte. Dann hole ich dir eben kurz, was du haben kannst als Spiel. Warte. Warte, warte, warte. Wo ist denn das andere? Ich habe doch extra das andere Spiel gekauft. Hier. Unverbindliche Preisempfehlung. Kurz ab. Ach, scheiß drauf. Es hat 20 Euro gekostet. Tut mir leid. Ich habe keinen Bock, das abzuknibbeln. So, die beiden hätte ich. Jetzt sag jetzt nicht links oder rechts. Und wenn, dann sag von dir aus oder mir aus. 2. Ah ja. Willst du Milch oder Saft? Ja! Man oder Re? Rechts. Welches rechts, Mann? Junge, Junge, Junge. Das ist mein rechts. Das ist dein rechts. Dein rechts, das hier. Alles klar. Also, ich notiere mir das und du schreibst mir im Discord eine persönliche Nachricht. Da schreibst du das Datum rein, was du gewonnen hast, wie du heißt auf Twitch. Und ich brauche die Kopie von der Vorderseite und Rückseite von deinem Perso. Du kannst das schwärzen, also dein Bild schwärzen und die Perso-Nummer schwärzen, wenn du möchtest. Aber das brauche ich, damit ich weiß, dass du 18 bist. Damie Boy. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. So. Da will er kein T-Shirt haben mit Thor oder kein T-Shirt mit hier, ne? Ich bin ein bisschen, aber nur ein bisschen entsetzt. Und freue mich für dich. So. Sollte alles am Montag rausgehen. Jetzt sind alle eingeschnappt und gehen alle pennen, ne? Ich trinke jetzt noch das Radler auf und dann ist Feierabend. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist hier, das ist der dicke Tor aus Endgame, ne? Mega geil. Ist halt einfach richtig geil. Ja. Wer hätte das gedacht, dass wir um 2 Uhr noch hier rumstehen? Ich nicht.
Die T-Shirts wären nichts für mich. Okay, was würdest du haben wollen? Da ist ja super, dass in den VIP-Tickets lauter T-Shirts drin sind, ne? Also es ist ein extra T-Shirt für VIPs drin. Und dann könnt ihr euch im Shop von Respawn halt noch was aussuchen. Tassen oder irgendwie sowas. Und seit Corona kann ich X nur noch raten. Ey. Ich habe so schön abgenommen, Ausrufezeichen Gewicht, und habe dann mir 9 Kilo anfressen müssen. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich so eine Dings organisiere und meine Ma hierher zieht, dann will ich geimpft sein. Damit ich keinen gefährde. Und habe mir 9 Kilo anfressen müssen. Und ich habe jetzt erst 5 wieder runter von den 9. Das ist so scheiße, wenn ich mir das überlege. Oder 4 habe ich runter von den 9. So zum Kotzen. Echt. Das ärgert mich wirklich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Es ist halt ein Marathon, ne? Jetzt digital. Es ist einfach ein Marathon. Alles klar. Warum musstest du zunehmen? Du, weil ich habe 2 kleine Krankheiten. Divertikel und Schlafapnoe. Und wenn der BMI dann noch eine gewisse Höhe erreicht hat, dann habe ich Stufe 2 gekriegt oder irgendwie sowas. Und dafür musste ich mir eigentlich sogar 14 oder 15 Kilo anfressen. Aber ich habe mir 9 Kilo angefressen und beim Messen habe ich so gemacht. Strecken Sie sich mal, Petri. Jo. Und dann war ich keine 1,86 mehr, sondern nur noch 1,82 oder 83. Was? Und glaub mir mal, es war gar nicht so leicht, sich 9 Kilo anzufressen. Aber es ist auch nicht so leicht, die wieder wegzukriegen. Schlafapnoe nicht gut, ich weiß. Das Lustige ist, dass bei mir irgendwie eine Grenze, bei 120 Kilo ist bei mir eine Grenze. Ganz komisch. Ab 120 Kilo wird das besser und unter 100 Kilo habe ich sie nicht mehr. Ich habe so ein Gerät da im Schrank stehen und so. Das ist eine Katastrophe. Ich war auch im Schlaflabor und so. Aber der Plan ist immer noch bis zum 11.11. Ich hatte eigentlich mal gesagt, bei 90 Kilo zu sein, aber unter 100 langt auch. Ich setze mir da auch kein Messer auf die Brust oder so, ne? Aber so ist es halt. Ja, Nani, aber das war ja nicht klar vor noch 6-7 Wochen, ne? Und damals war noch der Hauptsponsor klar und ich wollte eine Veranstaltung organisieren. Und wenn ich da nicht geimpft bin und nicht mich mit Leuten treffen kann und denen sicher sagen kann, wir können uns treffen, ich bin durchgeimpft, alles ist gut, dann ist das schlecht. Und meine Ma ist zu dem Zeitpunkt nach Essen gezogen aus Berlin. Und die will ich nicht gefährden und ihre Mitbewohner auch nicht. Also die wohnt nicht im Altersheim, sondern die wohnt in einem super coolen Haus. Jeder hat eine eigene Wohnung. Da wohnen aber ältere Menschen und da habe ich auch keinen Bock drauf einfach, ne? Ich will mich auch mal darauf testen lassen, aber will nicht in Schlaflabor. Rina, das ist gar nicht schlimm. Wirklich nicht. Wirklich nicht schlimm. Technikkurs, das weiß ich, das brauchst du mir nicht zu sagen, das weiß ich. Ne? Also ich habe keinen Sekundenschlaf und komischerweise, also es liegt halt auch am Fettsein einfach. Ne? Und es wird besser, wenn ich abnehme und unter 100 Kilo habe ich es nicht mehr. Ne? Punkt. Und ich weiß, dass das nicht gut ist. Ich weiß das. Ich weiß das. Das ist mir schon klar. Und glaub mir, ich bin ja nicht umsonst mit 144, war es so krass.
Ich war am Tag völlig im Arsch. Ich habe nachts geschlafen wie ein Scheiß. Und es war furchtbar. Wirklich schlimm. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass ich 144 Kilo wiege. Als ich mich da auf die Waage gestellt habe, hat er mich angeguckt und gesagt, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so viel wiegen. Und ich, ach du Scheiße. Und das ist jetzt, also das ist sogar bis 120 schon besser. Aber bei 120 scheint nochmal irgendwie eine Grenze zu sein. Darunter wird es nochmal besser. Und ich weiß, als ich habe ja auch mal unter 100 Kilo gewogen, da war das nicht. Ne? Da hat auch keiner gesagt, ey, du schnarchst oder so. JM, schlaf schön. Bist du gerade echt noch live? Ja, frage ich mich auch. Wir sind hängen geblieben. Dark Fighter, wir sind einfach hängen geblieben. 13 Stunden, 16 Minuten und 4 Sekunden. Hast du einen Tipp fürs Abnehmen? Wenn du 100 Leute im Chat hast, werden dir 100 Leute was anderes erzählen. Ich kann dir sagen, wie ich es mache. Ich zähle Kalorien. Kalorien zählen war früher völlig verpönt. Und anstrengend und bescheuert, weil du musstest ein Buch mit dir rumschleppen und gucken, was, wie, wo, wie viel Kalorien hat. Ich habe mich in eine Maschine gelegt, da lag ich ungefähr eine halbe Stunde drin, dann haben die gemessen, wie viel ich am Tag verbrenne. Und im Liegen, ohne dass ich was tue, verbrennt mein Körper am Tag 2500 Kalorien. So, und du hast heutzutage, bei allem, was du dir kaufst, hast du draufstehen, wie viel Kalorien das sind. Das heißt, du musst da einfach drunter bleiben, dann nimmst du ab. Fertig. So einfach ist es. Und heutzutage mit dem Handy oder mit den Sachen, die du kaufst und drauf gucken, ist das Einfachste, was du machen kannst. Du musst dich nicht geißeln, du musst nicht nur Fleisch essen, nur Fett essen, nur du musst das nicht. Ja, ein Kumpel von mir, Fitnessexperte, der hat mir gesagt, okay, pass auf, du hast aber jetzt schon so viel abgenommen, kann sein, dass dein Körper keine 2500 Dings verbrennt, sondern nur noch 2200. Also musst du dich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ne, wenn du dann irgendwie bei 110 bist, kannst du anfangen, Sport zu machen und so weiter. Und das ist einfach für mich das Beste. Nicht für alle, für mich ist das Beste. Weil ich kann auch, wenn ich Bock habe, einen Tag nur Eis zu essen, esse ich einen Tag nur Eis. Aber dann weiß ich, wenn ich 5 Eis gegessen habe, habe ich 1200 Kalorien und dann ist Feierabend. Ne? Ich weiß zum Beispiel, ich kann 1 Kilo Kartoffeln essen und es sind nur 1000 Kalorien. Und bin pappsatt. Halt, ne? Das ist halt so. Du musst einfach zum Arzt gehen und dann wirst du in so einen. Dann kriegst du zig Messdinger dran und dann messen die das halt bei dir. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ne? Du musst einfach mal zu deinem Arzt gehen und sagen, ich würde gerne wissen, wie viel Kalorien ich am Tag verbrauche. Und dann wirst du in so einen Teil geschoben. Also nicht bei deinem Arzt, sondern musst du wahrscheinlich einen Termin machen. Und dann bist du da reingeschoben und dann messen die das alles und dann sagen die dir nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie, okay, alles klar, ihr Körper verbraucht am Tag, ne, X. Hat das dann die Krankenkasse gezahlt? Also bei mir schon, aber, ne, ich keine Ahnung, wie es jetzt ist. Ich bin auch privatversichert, das ist auch noch was anderes. Ich habe einen Eigenanteil und der wird dann abgezogen und dann, ne? Aber warum sollte das, macht euch schlau vorher, ne? Warum nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so teuer ist. Glaube ich nicht. Es gibt 3-4 Tage bei mir, wo ich nichts esse. Also nochmal, es gibt auch Leute, die essen 20 Tage nichts und trinken nur Wasser. Und haben dann und fangen dann ganz vorsichtig an, gesundes Zeug zu essen, machen das 3 Monate, nehmen 40 Kilo ab und das ist für die auch okay. Das können alle machen, wie sie wollen. Ne? Jeder soll das machen, wie er will. Aber es kann keiner sagen, dass irgendetwas das Richtige ist dabei. Darkfighter super. Ähm,
Kalorienzählen klappt sehr gut. Ja, du musst halt nur wissen, also es bringt ja nichts, wenn du sagst, ich nehme hier, ich zähle genau, ich nehme 3000 Kalorien zu mir. Dann nimmst du halt zu. Ne? Ich weiß, wenn ich, mich juckt es auch zum Beispiel nicht, mir mal für ein, zwei Wochen, ich habe das letztens schon mal gemacht, also bevor ich gemerkt habe, scheiße, ich muss jetzt 9 Kilo zunehmen. Wenn ich jetzt eine Woche lang nur Kartoffeln und Blumenkohl esse, mit ein bisschen Würze und so, wie ich Bock habe, dann kann ich mich satt fressen jeden Tag. Es ist halt das Gleiche, ne? Musste aber nicht. Musste aber nicht. Schlaf schön und vielen Dank. Lass uns das mal machen. Das wäre sehr geil. Machen wir einfach. Am Montag. Super. Und nochmal, ich bin halt zu fett für Sport. Ne? Das ist nicht gut. Mache ich mir die Knie mit kaputt. Und jetzt wiederhole ich mich und sage, ohne euch ist das alles Blödsinn und macht keinen Spaß. Was für ein bescheuerter Tag. Ich brauche jetzt bestimmt noch eine Stunde oder zwei, bis ich penne. Ich kenne mich. Und wenn ihr Bock habt, morgen, ab morgen Mittag schätze ich mal jetzt, danke für alles, lasst euch nicht ärgern. Macht's gut.